Die Nernst-Gleichung, pardon, und ihre Herleitung, die erfordert, dass wir mal einen ganz kleinen Schritt rückwärts und dann wieder vorwärts machen. Kleiner Schritt rückwärts. Nochmal zum Thema Diffusion. Und ich verweise nochmal drauf auf links. Also wer hier frisch eingestiegen ist in meinen Kanal, ich füge hier immer links ein. Das ist das I. Da könnt ihr ruhig draufklicken, euch diesen Kram angucken, der da drunter erscheint. Und dieses Video wartet hier. Diffusion hat mir gesagt, naja, hier in diesem Fall ist es Osmose von Natriumionen. Bedeutet ja irgendwann Konzentrationsausgleich, zum Beispiel aller roten Teilchen, sage ich jetzt mal, rot und blau. So dass hier links und rechts gleich viele rote sind oder die blauen dürfen nicht, weil die Membran nur für Natrium durchgängig ist und so weiter und so fort. Guckt hier einfach drauf. Wenn ich jetzt sage, rein chemisch, vom chemischen Potenzial her, hat sich rot ausgeglichen, blau innerhalb seines Raumes auch, aber rot über den gesamten, also über beide Räume. Ja, was passiert mit der Spannung? Diese große Kontrollfrage, die lassen wir uns mal bis zum Schluss auf, denn die beantwortet sich dann fast von selbst. Also das nochmal vorausgeschickt. Ich kann nur empfehlen, guckt nochmal bei Diffusion und Osmose nach. Bin ich extra darauf eingegangen, was das bedeutet und auch Diffusionspotenzial. Diesen Link werde ich ja auch mit anfügen. Gut. So, mal kurz zur Berechnung des elektrischen Potenzials. Das wird so gemacht. Also die freie Enthalpie, die kann man sich vorstellen wie eine Art Ausdruck einer Energiebilanz, wenn irgendwas passiert ist durch Diffusion. Ungefähr, ganz grob gesagt. Und je nachdem, ob die gleich Null ist, dann wird gleich viel hin und her transportiert zwischen zwei Räumen, so wie oben gerade in dem Bild gezeigt, oder sie ist größer oder kleiner Null, dann kann man daraus entsprechende Sachen ableiten. Das gibt es für chemisches Potenzial und das gibt es auch für elektrisches Potenzial. Dementsprechend rechnet sich das. Ich habe jetzt mal hier auf Bitte einer einzelnen Person die Sachen dran geschrieben, weil die sich das gerne ausdruckt. Leute, ihr könnt alle unter dem Link, den werde ich, nee, den habe ich schon veröffentlicht, Tafelanschriebe oder Tafelmitschnitte, irgend sowas, könnt ihr euch diese Skripte alle runterladen, müsst nicht alles abschreiben. Gut, also, wird so berechnet. Die andere Seite, die chemische Geschichte, wird so berechnet. Ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen Sachen ein, dass das hier Temperaturen, dass die universelle Gaskonstante ist, vollkommen egal. Daraus hat man dann nur eine kombinatorische Formel gemacht, denn beide Prozesse spielen eine Rolle. Ich muss doch noch mal ein Stück zurückgehen. Wenn das chemische Potenzial ausgeglichen ist, habe ich aber hier ein unterschiedliches elektrisches Potenzial. Guckt bei Diffusionspotenzial noch mal nach, wenn er damit nicht zurechtkommt. Das elektrische Potenzial bewirkt aber auch wieder elektrische Kräfte eines elektrischen Feldes und die ziehen die Teilchen wieder zurück. Wenn sich dieser Stofftransport von Rot hin und her ausgeglichen hat, dann nimmt man an, dass dieses Delta G in dieser Universalformel 0 ist. Nur mal, wenn es gar nicht um elektrische Geschichten geht. Delta G ist auch 0, wenn zum Beispiel die Stoffkonzentrationen genau gleich groß sind auf beiden Seiten. Aber dann ist das ist nur die chemische Seite. Wir müssen ja die elektrische noch mit betrachten, wie ich eben sagte. Und so kann man dann Delta G, also die freie Enthalpie, so ausrechnen. Ja, und Nernst hat eine Gleichung daraus gemacht, und zwar Gleichgewichtspotenzial für ein Ion, so hat er es genannt, für Delta G gleich 0. Und zwar bei Import. Also das ist jetzt eine Frage, mach mal hierzu. Für diese Seite gilt dann Import. Wenn die blauen hier rüber kämen, würde für diese Seite Import gelten. Für diese Seite gilt aber, was an Rot rübergeflossen ist, Export. Ist jetzt nicht so gefährlich, ist auch nicht allzu gefährlich fürs Verständnis. Aber wie kommt Nernst auf die Gleichung? Naja, wir hatten ja gesagt, wenn die elektrische und die chemische, also das elektrochemische Potenzial so einander Kräfte aufbringt, die sich aufheben, dann wird Delta G, also die freie Enthalpie, 0. Dann ist Kräftegleichgewicht und auch eine Art, sagen wir mal, Frieden zwischen elektrischem und chemischem Potenzial. Gut, da hat er sich höchstwahrscheinlich gesagt, und jetzt überrasche ich euch ganz einfach mit der Formel, und zwar einmal nochmal von dieser elektrochemischen Potenzialberechnungsformel ausgehend, kann ich sagen, wenn Delta G 0 ist, also hier, wenn das angenommen ist, dann kann ich ja auch sagen, okay, dann schreibe ich statt Delta G hier diese 0. Und der Rest der Formel bleibt so. Und wenn ich jetzt diesen Term hier, also den elektrischen Potenzialterm, wenn ich den hier rüberziehe, dann steht er plötzlich hier drüben.
Und wenn ich jetzt noch um, jetzt müssen wir nochmal Delta Psi, müssen wir nochmal sagen, was ist Delta Psi? Gucken wir uns das nochmal an. Das ist das sogenannte Membranpotential, was dann herrscht, wenn, also es herrscht immer irgendeins, aber wenn ich diesen Gleichgewichtszustand zwischen chemischen und elektrischen Potenzialen erreicht habe. Dieses Membranpotential ist eine gewisse Spannung. Das ist das Spannende daran. Vielleicht heißt es ja deswegen Spannung. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte mal diese Spannung ausrechnen, und das war ja Nernstens Idee hier, diese Spannung auszurechnen, das war seine Idee, ja, dann stelle ich diese Formel ganz einfach nochmal um. Aber was bedeutet diese hier? Was bedeutet diese Formel? Die beantwortet uns unsere Kontrollfrage. Das ist ein, jetzt schmiere ich es mal hin, Gleichgewichtszustand. Und dieser Gleichgewichtszustand zwischen elektrischen und chemischen Potenzial, ich habe hier mal bloß LNC geschrieben, dafür gilt C von AI und AA, also innen und außen und so weiter. Das habe ich jetzt mal so hingeschmiert. Ich habe es hier wieder resubstituiert, damit ich nicht immer so viel schreiben musste. Nochmal. Wenn ich mir diese Formel hier schnappe, komme ich auch drauf. Aber Nernst ist wahrscheinlich so rangegangen, dass ich gesagt habe, das ist ein Gleichgewichtszustand zwischen elektrischen und chemischen Potenzialen. Und zwar deren Kräfte, deren Energiebilanzen sozusagen, deswegen auch dieses Delta G. Und wenn ich das gleichsetze und dann bloß noch umstelle, dann komme ich auf meine Formel. Peng, das war's. Und jetzt können wir die Kontrollfrage eigentlich beantworten. Was passiert mit Delta Psi? Also sprich, was passiert mit der Spannung? Potenzialunterschied ist eine Spannung. Was passiert? Geht sie hoch? Bleibt sie gleich? Geht sie runter? Irgendwann wird sie das hier sein. Hier. Irgendwann wird sich die Spannung auf irgendeinen Wert einstellen, wenn sich nämlich wirklich ein echtes Gleichgewicht eingestellt hat zwischen diesen beiden Seiten. Und sie wird nicht mehr sinken, sie wird auch nicht mehr hochgehen, sondern sie wird immer so bleiben. Ich hoffe, dass ich in diesem Fall mal für die Nernst-Gleichung ein bisschen anderen Beitrag geleistet habe. Das immer nur auszurechnen, ja, das kann jeder einsetzen und so weiter. Vielleicht kriege ich hier noch einen Link unter, wie man irgendwie irgendwas einsetzt. Ob das die Nernst-Gleichung oder sonst was für komische Berechnungen sind. Das ist letztendlich ein sauberes Hinschreiben. Dann die Einheiten kürzen, dann sind wir fertig. So, jetzt habe ich genug geredet. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend. Mir lag das auf der Leber, mal die Nernst-Gleichung zu betrachten. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gegeben. Und es hat euch auch ein bisschen Freude gegeben, dass ihr es verstanden habt. Denn das ist das, was ich will. Ich wünsche euch was Schönes. Also, tschüss.